Ja, hallo zusammen. Da bin ich überraschenderweise, so überraschend ist es gar nicht, aber überraschenderweise mit Dragon Age Veilguard. Ich habe ja schon immer wieder angekündigt, dass ich Bock habe, das Spiel zu spielen. Gucken, hat das Gamepad? Ja, hat er. Ich habe gestern Abend auch schon knapp 4 Stunden gestreamt, was ich völlig okay fand. Und nein, ich fand es nicht okay, also ich fand es 4 Stunden zu streamen okay. Man muss es nicht selber übertreiben. Und ich hatte super viel Spaß gestern Abend, aber ich möchte euch auch ein bisschen was zeigen. Was nicht heißt, dass das ein komplettes Let's Play wird, außer das Ding geht durch die Decke, da kann man sich sowas überlegen. Aber das ist ja einfach nur, um euch zu zeigen, ein paar wenigen Zuschauern, wie ich das Spiel empfinde, euch ein bisschen was dazu zu sagen. Wir fangen gleich erstmal mit dem Charaktereditor an, den ich ziemlich gut finde. Und ich sage hier mal ein neues Spiel und dann geht es auch gleich ins neue Spiel. Ich kannte ihn als Solus. Klug, nachdenklich, verliebt in den Klang seiner Stimme. Doch vor langer Zeit hatte er einen anderen Namen. Der Schreckenswolf. Altelfengott der Lügen oder heldenhafter Rebell gegen die Tyrannei. Je nachdem, welcher Geschichte man Glauben schenkt. Er kämpfte unerbittlich gegen die verdorbenen Elfengötter, bis er sie schließlich einsperrte. Er schuf einen Schleier, der die Welt von der rohen Magie des Nichts abschottet. Er hatte gesiegt. Doch der Schleier hatte die Elfen alles gekostet. Ihre Magie, ihre Freiheit, sogar ihre Unsterblichkeit. Und nun will Solus den Schleier niederreißen und den Schaden wieder rückgängig machen, auch wenn unsere Welt dafür brennen muss. Jemand muss ihn aufhalten. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Schon klar. Und wir basteln uns jetzt einen Char. Überlegt habe ich schon, was ich mache, und ich würde einen menschliche Schurken spielen. Abstammung Mensch. So, da sind so Vorgefertigte, die wir nicht unbedingt nehmen müssen. Die können wir nämlich auch anpassen. So. Erstmal, was willst du von mir? Hau ab. Genau, so. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja ein filigraner... ja, das lassen wir so. Zurück. Das kann jetzt übrigens einen Moment dauern. Muss man jetzt gleich mal so sagen. Ganz so blass waren wir nicht so, würde ich sagen. Und das Ganze mit warm. Ich weiß gar nicht, was hier dieses Melanin mir sagen soll. Keine Ahnung. Wir lassen das mal, wie es ist. Tor. Oh, weiß ich nicht. Ja, so, oder? Kräftig. Nee. Jugendlich finde ich gut, weil ich ja alles... gibt es hier übrigens auch... Moment mal. Oh, nee, das muss nicht sein. Augenringe, das könnte ich dann ich sein. Wettergegerbt nehmen wir. Was ist das hier? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Okay, lassen wir jetzt mal so. Was ist denn hier? Überbiss. Na, gehen wir wieder auf die... Nee,
Hurricane. Nee. Kehlkopf ist uninteressant. Ihr seht also, hier sind viele, viele Optionen. Wenn man sich den Charakter erstellt. Ich mache das trotzdem relativ schnell. Was ist das? Nein. Körperform. Da wir so ein kleiner Assassine werden, machen wir ihn eher drahtig und muskulös. Der Arsch, die Arschgröße ist uns ziemlich egal. Okay, das lassen wir mal so. Augen will ich und Nase will ich gleich dran rumspielen. Mund auch nicht. Ich würde ganz gerne die Haare noch verändern. Die Haare sind der Hammer. Aber wo sind die? Habe ich doch gestern. Ah, da. Alles klar. Also erstmal möchte ich grau. Ja, das machen wir, oder das hier? Weiß ich auch nicht. Obwohl, nee, ich mach das Ganze mal zurück. Ich will eine Assassine. Komm ich hier nochmal wieder zurück? Ja, wenn nicht. Tut mir leid. Die bearbeiten wir jetzt hier gleich nochmal. Anpassen. Eher etwas kälter das Ganze. So. Okay, was ist das? Nee. Etwas schmaleres Gesicht finde ich, oder Kopf schmaler. Abstand der Augenbrauen. Und ihr wisst ja, warum man weiblich, warum ein Mann weibliche. Ist das hier die Breite? Okay. Warum Männer weibliche Charaktere spielen? Weil sie lieber einer Frau auf den Hintern gucken. Okay. Schlanke, ranke Assassinen. Eher sportlich, weniger Taille, weniger Hüfte, auf jeden. Hautfarbe. Ja, das finde ich ganz gut. Augen, Augenform. Augenfarbe. Was kann ich hier denn einstellen?
Blutunterlauf und Linsen drüber. Nö. Nasenform. Die ist etwas großflächig. Ne? Da gefällt mir die 1 eigentlich schon am besten. Muss ich mal so sagen. Ihr seht, die Optionen sind mannigfaltig. Mundform und Position. Ah, ne, so einen breiten Mund, nein. Aber das hier kann ruhig. So. Ohren uninteressant. Haare, so. Nee, das sieht doof aus. Mag ich auch nicht so. Nee, das ist so girly-like. Auch nicht so. Das finde ich ganz sweet. Ich glaube, das nehme ich. Ja, die nehme ich. Make-up halt. Weiß ich nicht. Nee, das lasse ich so. Tätowierungen. Aber nicht in der Fresse. Nee, in der Fresse nicht. Körpertattoos, da kann man auf jeden Fall was machen. Ja. Ja, das kann man, denke ich mal, so übernehmen. Wie gesagt, war jetzt nur ein Schnelldurchlauf. So, jetzt kommen wir zu, muss man mal, ich habe mir jetzt auch ein neues Gamepad bestellt, irgendwie die Buttons funktionieren nicht mehr so gut. Kriegerin. Nee, ich wollte eine Schurkin spielen. Da gibt es dann halt die unterschiedlichsten Ausrichtungen. Du Lanten, zieh deine Klanglinge, reite, platziere Sprengstoff und Geschütze, weiß ich nicht. Schleierjägerin, schalte die Distanz. Ja. Eine Bogenschützen spiele ich ganz gerne. Das wird dann die Spezialisierung später. Ja. Klasse ist klar. So. Jetzt müssen wir uns den Hintergrund auswählen. Graue Wächter, ich würde das hier nehmen. Krähen von Antiva. Rook ist eine Krähe von Antiva. Wie Messer im Dunkeln sind sie Krähengrün und unter ihren Fittichen. Steigere deinen Ruf bei den Krähen von Antiva schneller. Auf den Auftrag verursache höheren Schaden gegen Antam. Was auch immer. Was haben wir dann noch? Trauerwacht. Nee, ich nehme die Klingen. Die Krähen meine ich. Ich nehme die Krähen. Hintergrund. Assassinen der Extraklasse. Als die Invasoren von Treviso Leute ergriffen, war Rook entschlossen, die Gefangenen um jeden Preis zu befreien.
Ruth wollte sich als frisch und zum vollwertigen Mitglied befördern, talentierte neue Krähe beweisen und bei ihren Kommandanten profilieren, vor allem weil ihre Stadt von brutalen Soldaten besetzt war, den Antarn. Als Rook eines Nachts eine Patrouille mit Gefangenen sah, griff sie an. Sie rettete zwar mehreren das Leben, hatte jedoch unwissentlich eine größere Operation der Krähen gegen die Antarn gefährdet. Rooks Vorgesetzte waren erbost. Die junge Assassinin wurde unauffällig kaltgestellt und suchte nach neuen Gelegenheiten, sich zu beweisen. Ja, diese Gruppierung nehmen wir. Wir spielen es auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Würde ich sagen. Ivy lasse ich. Haben wir dann. Okay. Machen wir uns an die Arbeit. Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Okay, das nehmen wir. Okay. Ja. Okay, ja. So, gehen wir ins Spiel. Und das war mal eben der Schnelldurchlauf. Man kann das sehr viel detaillierter machen. Aber so gefällt es mir schon ganz gut. Also, wo waren wir? Beim Spiel? Richtig, bei ihm. Unser Plan lautet, den Schreckenswolf aufzuhalten, bevor er sein Ritual durchführen kann. Nachdem wir seiner Spur durch die halbe Welt gefolgt sind, führte sie uns schließlich nach Minrathis, in die Hauptstadt des Reichs von Tevinter. Um Solas in einer derart großen Stadt aufzuspüren, brauchen wir eine Expertin. Und so beginnt unsere Geschichte natürlich wie alle großen Geschichten. Mit der schäbigsten Schenke der Stadt und einer verschwundenen Kontaktperson. Versuchen wir es nochmal. Wo ist Neff Gallus? Ja. Glaubt ihr ernsthaft, einfach herkommen und Forderungen stellen zu können? Ja. Ich tue da mehr, wenn nötig. Neff Gallus ist meine einzige Chance, den Schreckenswolf zu finden. Ich werde nicht weggehen, bevor ich weiß, wo sie ist. Fangt besser an zu reden, bevor ich euch erreiche. Schätzchen, wie bezaubernd. Okay, die folgen ja noch in 4K, denke ich, hochladen. Die erste wird jetzt ein bisschen länger, denke ich mal, weil wir haben jetzt 20 Minuten der Charaktererstellung gebraucht. Ins Gesicht. Für kein Gold der Welt tue ich mir das an. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier in 2K. Gestatten, Bianca. Sie hätte gern, dass ihr noch bleibt. Ich mag die. Ja. Neff Gallus. Dümer Plaza. Die Venatori haben sie zum Dümer Plaza gebracht. Ja. Danke. Du bist festgenagelt. Warum hast du das gemacht? Wolltest du unbedingt noch welche auf den Kopf? Eure Freundin Neff Gallus ist auf dem Dümer Plaza. Schon gehört. Darum seid ihr meine Stellvertreterin. Und nur für die Zukunft. Man hätte das bestimmt auch einfacher lösen können, als sich mit dem ganzen Laden hier anzulegen. Nein. Hat doch funktioniert. Ja, das kann schon sein. Wir kennen jetzt Neffs Aufenthaltsort, also... Werdet nicht zu kühn. Kommt schon, Harding wird besorgt sein. Also dann, wieder an die Arbeit.
Ich hoffe, Neff ist so gut, wie er sagt. Sie ist die beste Detektivin, die ich je gekannt habe. Wenn sie sagt, sie hat eine Spur zu Solas, glaube ich ihr. Ja, die Optik ist schon nice. Ich nehme nicht in HDR auf. Das der Archon-Palast. Etwas muss sie in Aufregung versetzt haben. Aber es sieht in HDR natürlich nochmal sehr viel geiler aus. Sollten wir uns nicht beeilen, um von hier wegzukommen? Wir wollen keinen Verdacht erregen. Wir verschwinden von hier ganz freundlich und unauffällig, finden Neff Gallus und halten Solas auf. Ich spiele es mit Gamepad. Ich glaube, es lässt sich am besten mit Gamepad spielen. Weil es halt schon sehr. Denkt ihr immer noch, ihr könnt ihn zur Vernunft bringen, bevor er mit seinem großen Ritual beginnt? Dieses Ritual wird den Schleier niederreißen. Das Einzige, was uns von dem Nichts und unzähligen Dämonen trennt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Hier! Halt! Wartet! Ich hab doch gar nichts gemacht! Los runter! Wollen die etwa uns? Ist es wegen der Bar? In Minrathus bleibt nichts unbemerkt. Wir müssen ihr helfen. Wir haben keine Zeit, verhaftet zu werden. Schon gar nicht, wenn wir... Das Ritual läuft schon. Wenn wir uns beeilen, können wir Solas vielleicht noch aufhalten. Gehen wir. Zu Hardy geht es hier entlang. Sie zeigt uns den Weg zum Dümer Plaza. Ja, ja, und ich gucke mich natürlich immer um. Das ist nur konsequent. Weil das sind ja auch Mutspieler. Achtung! Ich vermute eher, der Schleier ist geschwächt und sie schlüpfen durch die Risse. Vermutlich. Und wenn der Schleier komplett zusammen... Dann wird es auf der ganzen Welt ganz ähnlich aussehen wie hier. Hoppala. Der Ding ist schon böse. Kommt hier entlang. Ja, so müssten wir zu Harding gelangen. Ich komm ja schon. Geht nach drin und verriegelt die Türen so schnell ihr könnt. Hab Dank. Harding, alles klar? Ich hab getan, was ich konnte. Aber das Ritual scheint den Schleier zu schwächen. Viele hier haben Angst. Wegen der Dämonen. So viele habe ich ewig nicht mehr in unsere Welt kommen sehen. Was ist mit euch? Alles in Ordnung? Ach, da waren Dämonen und der Archon-Palast hat auf uns geschossen. Keine große Sache. Sprecht für euch selbst. Meine Ausrüstung? Steht da drüben. Ha, ein Bogen. Wo ist Neff Gallus? War sie nicht am Treffpunkt? Die Venatori waren vor uns da. Sie haben sie verschleppt und die Schankwirtin bezahlt, damit sie den Mund hält. Überrascht mich gar nicht, dass unsere Detektivin sich mit diesem ganzen Blutmagier-Kult angelegt hat, aber der Zeitpunkt war kacke. Die Wirtin meinte, die Venatori hätten Neff zum Dümer Plaza gebracht. Wisst ihr, wo das ist, Harding? Das ist kein Problem. Ich habe den Dümer Plaza gesehen, als ich unterwegs war. Da wimmelte es vor Venatori. Folgt mir! Augen auf! Wir kriegen Gesellschaft! Na, Mahlzeit. Scheiß Dämonen. Da kommt... So... Mit X aus. Ja, das, ich lese das nochmal alles. Das hilft mir vielleicht auch. Schön ist, glaube ich, die wechselt auch automatisch zwischen Dolchen und Bogen. Ich glaube, das waren die letzten. Nun, dann auf zum Dümer Plaza. Wir müssen Neff finden. Da geht's euch beiden gut. Schauen. Falls nötig, solltet ihr euch lieber verarzen. Umschauen. Ich kapier's einfach nicht. Wenn Solas den Schleier niederreißt, wird
dabei doch alles vernichtet, oder? Solus hat immer wieder davon gesprochen. Das ist der Archon-Palast. Er schwebt über der Stadt und hat ständig eine gewaltige Kanone auf ihre Bewohner gerichtet. Mal. Bei Magier ist das klar, aber irgendwie kann ich gerade nicht. Muss man noch rausfinden, dass ich zwischen Bogen und Dolchen hin und her wechseln kann. AB ist Verteidigung. Da ist was. Nehmen wir natürlich mit. Umgucken ist echt wichtig. Wen das stört, der sollte hier nicht gucken. Weil das kann ich einfach nicht lassen. Beric Tephras! Diese Straßen gehören den Venatori! Venatori, übt Vergelt über Minen! Sie sieht allerdings nach Neffs Werk aus, nicht nach dem der Venatori. Beric Harding, ihr kommt wie gerufen. Neff, ich bin so froh, euch zu sehen. Ich dachte, die Venatori hätten euch entführt. Ja, das dachten die auch. Viele Venatori hier in der Stadt hassen mich. Da dachte ich mir, na gut, mal sehen, wer sich heute an mir rächen will.
Dann hagelte es plötzlich Dämonen. Das heißt, zurück an die Arbeit. Respekt dafür. Rook, das ist Nav Gallus. Sie weiß hier Bescheid. Mit ihrer Hilfe finden wir Solus. Nav, das ist Rook. Harding und ich sind auf sie gestoßen. Eine nützliche Expertin für Ärger. Rook, wie der Turm beim Schach? Genau, eine der stärksten Spielfiguren. Und sie denkt genauso geradlinig. Wir dachten, wir müssten euch retten. Wie es aussieht, wart ihr uns weit voraus. Mich retten? Wie süß. Ihr habt also eine Spur? Wackelnde Gebäude könnten eine Spur sein. Ich habe Solus nicht gesehen, aber ich stieß auf Spuren von Magie. Magie, wie man sie in Elfenruinen findet. Ich habe die Spur zu einem Gebäude unter unserer Herrin des Sieges verfolgt. Dort versteckt sich euer Mann. Dann lasst uns gehen, ehe er weiter an Macht gewinnt mit seinem Ritual. Noch weiter? Es zieht jetzt schon mehr Macht an, als ich es von einem Dutzend Magiern erwarten würde. Ihr sagte, der arbeite allein. Ich habe auch gesagt, er wäre ein uralter Elfengott. Ein Elfengott. Tja, was er auch ist, er verursacht Probleme in meiner Stadt. Gehen wir. Also, wenn wir Solus oder den Schreckenswolf oder wie auch immer er sich nennt, stellen, wie sieht dann der Plan aus? Er will den Schleier niederreißen. Wenn wir Glück haben, erfordert dieses Ritual seine volle Aufmerksamkeit. Wir schnappen ihn uns also, während er sein Ritual durchführt, damit er uns nicht bekämpfen kann? Das ist zumindest meine Hoffnung. Wenn es zum offenen Kampf kommt, sind wir tot. Wir werden sehen. Wir können das Seil runterrutschen, um rüberzukommen. Ja, ich kann mir jetzt erstmal. Ich werde langsam zu alt für diesen Scheiß. Schnauze, Beric. Da, zu dem Gebäude habe ich Todes. Die Venatori haben es offenbar auch gefunden. Und dann haben die Dämonen sie gefunden. Immer erstmal umschauen. Tränke sind voll. Ausfinden. Als Magier, wenn du als Magier spielst, hast du auch eine Alternativwaffe. Allerdings passiert das dann automatisiert. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Wenn ich das bald rausfinde, dann muss ich mich halt schlau machen. Drücke RT, um mit deinem Bogen zu schießen. Tippe RT, um einen Bogen schneller zu schießen. Oder halte RT. Pfeile werden mit... Okay. Aufheben. Hast du ja schon. Na da. Venatori. Sie müssen der Spur der Magie auch bis zu diesem Gebäude gefolgt sein. Und dann haben die Dämonen sie gefunden.
Es hätte keinen netteren Haufen treffen können. Mehr noch irgendwas? Wir sollten wieder zurückgehen. Solus ist vermutlich dort drin. Darf ich mich vielleicht mal umgucken und ihr hört auch rumheulen? Immer dasselbe hier. Das ist also das Versteck des Schreckenswolfs. Zumindest eines von ihnen. Schwer zu sagen, wie lange er es schon benutzt. Einige der Sachen hier sehen uralt aus. Solus lebt schon ziemlich lange. Sogar länger, als es Minrathas gibt. Irgendwas? Gesprengte Ketten. Solus hat Sklaven befreit. Solus verabscheut Sklaverei. Eines der wenigen Dinge, in denen wir uns einig waren. Ihm zufolge waren die anderen Elfengötter Tyrannen, die sein Volk unterjochten. Er hat versucht, den Leuten zu helfen. Was seht ihr? Keine Spur von Solus. Nur ein großes, leuchtendes Fenster oder ein Spiegel oder irgendwas in der Art. Okay, das klingt unheilvoll. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Aha. Altelfen, die irgendwas mit einem Drachen anstellen, glaube ich. Ja. Vielleicht versuchen sie ihn zu die kontrollieren. Die Ketten sagen das. Solus zufolge waren die anderen Elfengötter böse. Und wenn sie tatsächlich Drachen gebunden haben, hat er wohl zumindest in diesem Punkt recht. Ja, ja, schauen wir mal. Oh, hallo. Ach, scheiße. Eine Möglichkeit ja, geben, sie zu öffnen. Weiß ich auch schon. Sehen wir uns um. Wie gesagt, ich habe gestern ja schon vier Stunden gespielt. Die Luft ist voller Magie. Solus hat für irgendetwas jede Menge Macht aufgewandt. Aber manchmal übersieht man ja trotzdem. Solus, Fenhera, der Schreckenswolf. Er hat viele Namen. Ich habe ihn immer Grieskram genannt. Ich kann diesen Spielstand hier auf jeden Fall nicht spielen. Nicht schlecht. Sehen wir doch mal, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß nicht, ob wir da runterspringen können. Ich will das auch gar nicht testen. Das sieht sehr hoch aus. Kiste. Dem ist nicht so. Ist das dieses große leuchtende Fenster, das ihr vorhin gesehen habt, Rook? Sieht so aus. Man bezeichnet sie als Illuvien. Sie sind elfisch und uralt. Sie dienen als Tore zwischen zwei Orten. Solus nutzt sie, um sich schnell fortzubewegen.
Er muss hindurchgegangen sein. Dann tun wir das natürlich auch. Konsequenterweise. Okay, das hier ist nicht mehr Minrathus. Offensichtlich nicht. Ich kenne diese Sherlock. Bäume. Das hier ist der Alethenwald. Und da ist euer Ritual. Die aufgewandte Macht. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Die Beben werden stärker. Na, die sind vermutlich auch. Dann wollen wir mal was. Schon übel gewesen. Das Nichts ist derart nah an dem Ritual in Aufruhr. Da lässt sich unmöglich sagen, was alles hindurchkommen könnte. Habt ihr auch das Gefühl, dass diese Beben stärker werden? Yep. Geht einfach weiter und versucht nicht darüber nachzudenken. Er ist ja witzig. Heyo.
auch. Doch, im Vergleich dazu muss jeder sein werden, wenn Solus sein Ritual vollendet. Das hier dauert ja mal zu lange. Genug. Sehen wir zu, dass wir zu Solus kommen. Also gut, ich übernehme ab hier. Warum? Ganz sicher? Absolut. Haltet mir nur die Dämonen vom Leib. Ich rede mit ihm. Varric, Solus wird seinen Plan nicht aufgeben, nur weil ihn ein alter Freund nett darum bittet. Solus braucht einen Grund für eine Alternative. Jemanden, der ihm einen Ausweg anbietet. Okay. Beim letzten Mal habe ich das einen Fehler geantwortet. Ihr schafft das. Ihr seid dafür geboren. Und wir werden euch den Rücken frei halten. Ihr schafft das. Danke, Rook. Egal, was ihr von ihm haltet, er ist mein Freund. Und wenn er nicht auf mich hört, dann wird ihn Bianca überzeugen. Mehr Dämonen! Kümmert euch um die Gruppe für mich. Na, Chris Kram? Ich hoffe, ich störe nicht gerade. Offensichtlich tust du das doch, würde ich mal sagen. Alles klar. Varric braucht mehr Zeit. Hoffentlich schafft es Varric, dass Solus ihm zuhört. Er sollte sich lieber beeilen.
Wir können diese Dämonen nicht ewig aufhalten. Der Schleier ist eine Wunde, die dieser Welt zugefügt wurde. Sie muss geheilt werden. Indem ihr die Welt mit Dämonen flutet? Ich habe Vorkehrungen getroffen, um den Schaden zu minimieren, Varric. Minimieren? Viele sterben in diesem Moment. Hört mir jetzt zu! Bitte! Upsi, Bianca ist kaputt. Das geht mal gar nicht. Menschen sterben zu jeder Zeit. Das ist nun mal so. Ah. Scheiße, wir brauchen einen besseren Plan. Wollt ihr, dass ich schieße? Nein, er ist einfach zu mächtig. Unterbrechen wir das Ritual. Wie? Seht ihr die Statuen? Wenn wir das Gerüst von dieser Statue beschädigen, wird sie direkt auf Solus stürzen. Das ist riskant. Ein Ritual dieser Größe zu stören, hat Konsequenzen. Was ist mit den Dämonen? Soll es die ja müssen auch. Sie Varric vom Leib halten. Ja, ihr zwei bleibt hier. Ich kümmere mich um die Statue. Was? Nein, sich so viel roher Magie auszusetzen, ist Selbstmord. Der Sturm könnte euch zerreißen. Hat jemand eine bessere Idee? Also gut, aber ihr braucht Hilfe. Ich komme mit. Ich bin Magierin. Ich gehe. Jedenfalls muss jemand hier bleiben und die Dämonen stoppen. Also ich bin eher für die Neve kommt mit, weil die ist Magierin. Das ist logisch argumentiert. Gehen wir, Neve. Harding, Neve. Ihr beschäftigt die Dämonen. Viel Glück. Nicht Neve, Neve. Neve, Neve. So. Wirklich, ich würde das hier tun, wenn es eine andere, bessere Lösung gäbe. Die Säule rührt sich, aber sie fällt nicht. Stoßen wir sie um. Genau. Zusammen. Jetzt. Ihr habt einen weiten Weg zurückgelegt und euch tapfer geschlagen, Varric. Aber diese Geschichte endet nicht mit meinem Untergang. Ja, schauen wir mal. Weil, wenn dir das Ding umfällt, dann gehst du unter. Ganz weit. Out.
Dragon Age, The Veilguard. Tiefe Stimme, so der episch. Heid halber. Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt. Doch. Solas? Oh doch, das weiß ich. Ich habe euch daran gehindert, die Welt zu zerstören. Ich hatte nicht vor, die Welt zu zerstören. Ich sah sehr, sehr danach aus. Ihr habt mein Ritual unterbrochen. Und dadurch wurde ich hierher gezogen. In das Nichts. Verstehe, also deswegen seid ihr hier. Aber wieso bin ich hier? Euer Körper ist bewusstlos. Aber euer Blut wurde an der Ritualstätte vergossen. Genug für eine schwache Verbindung. Blutmagie? Erstens verabscheue ich Blutmagie zutiefst. Und zweitens, besäße ich die Macht, euch zu beherrschen, hätte ich sie längst eingesetzt. Na, schön. Dann sprecht mal. Gut. Ich bin hier, weil ihr reden wollt. Und worüber genau? Die Evanuris. Oder wie ihr sie nennen würdet, die Elfengötter. Die Kreaturen, die entkommen sind. Zu früheren Zeiten beherrschten sie die Elfen, aber das war nicht genug. Sie wollten nicht nur gehorsam, sie wollten angebetet werden. Als ich rebellierte, entfesselten sie die Magie der Verderbtheit. Sie verdarben alles, was sie sahen, bis ich sie in meine Falle lockte. Doch dank euch bin nun ich gefangen, während die verderbten Elfengötter frei sind. Ihr seid der Held, natürlich. Richtig, ihr habt nichts getan und wart vollkommen unschuldig. Das Gefängnis, in dem sie gefangen waren, begann zu bröckeln. Ich wollte sie lediglich verlegen. Ihr wart also nicht dabei, den Schleier niederzureißen und die Welt in Dämonen zu ertränken? Ich hatte einen Plan. Varric hat oft gesagt, dass ihr euch aus all dem herausreden würdet. Varric? Ja, er hat gesagt, das wäre euer Stil. Keine richtigen Lügen, sondern Halbwahrheiten, um einen zu überzeugen, dass ihr das Richtige tut. Er hat versucht, mit euch zu reden und jetzt ist er verwundet. Varric ist... selbst geübt darin, die Wahrheit zu verschleiern. Diese Dinger, die entkommen sind. Ihr sagtet, es sind Götter? Sie sagten, sie wären Götter. Verderbte, tyrannische, sadistische Götter. Es brauchte meine gesamte Macht, um sie vor Jahrtausenden einzusperren. Sicher werdet ihr mit ihnen fertig. Daran seid ihr bitteschön schuld. Diese Götter sind euretwegen frei. Ihr habt kein Recht, selbstgefällig zu sein. Was bleibt mir denn anderes übrig? Die Schnauze halten. Ich habe weder mein Ritual durch, noch mein Netzwerk von Spiegeln, das mich vom Leuchtturm aus an jeden Ort brachte. Ich habe nichts. Tja. Während die Götter diese Welt bedrohen. Nur weil ihr mich stören musstet. Ihr meint, weil ich nicht zuließ, dass die Welt in Dämonen versinkt? Ihr werdet bald sehen, was ich versuchte zu verhindern. Elganan und Gelenane sind jetzt euer Problem. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Weiß ich nicht, Diggi. Mach mal aus dem Nichts heraus. Wieso? Wieso den Schleier zerstören jetzt? Nein! Keine Ahnung, was ihr getan habt. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Sieh an. Na, wen haben wir denn hier? Varric, es geht euch gut. Solas hat auf euch eingestochen. Ich dachte... Glaub mir, Kleine. Ich kenne Schlimmeres. Um mich aufzuhalten, braucht es mehr als nur eine Fleischwunde. Ein Dolch in der Brust? Aber ich schätze, ich werde wohl nicht so schnell wieder in die Schlacht ziehen können. Was haben wir hier unten beim Meer? Was genau ist jetzt eigentlich passiert? Was ist passiert? Ich habe versucht, Solas zur Vernunft zu bringen. Aber er hört einfach nicht zu. Das tut er nie. Der Plan ist ein wenig schiefgelaufen. Allerdings, Harding hat alle rausgeholt. Wenn auch nur mit knapper Not. Aber keine Sorge. Neff erholt sich. Sie ist viel härter im Nehmen als wir beide zusammen. Na, zumindest härter als ich. Es ist schlimmer, als ihr denkt, mein Freund.
Varric, als wir das Ritual aufgehalten haben, ist etwas entkommen. Etwas, vor dem sich sogar Solas fürchtet. Ihr schafft das, Rook. Die Welt wurde von den Dämonen verschont, weil ihr Solas aufgehalten habt. Nicht ich. Varric, das mag sein, doch ohne euch. Rook, ihr schafft das. Ich hab gesehen, wie ihr arbeitet. Wie bei eurer impulsiven Rettung der Gefangenen, dieser Antarm-Sklavenhändler. Ich habe euch nicht ohne Grund in dieses Solas-Chaos reingezogen. Ihr seid klug, flexibel und ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Rook, na, wieder wach? Ich bin nur auf der Suche nach Lyrium-Tränken. Ich wollte nicht stören. Oh, tut ihr nicht. Ich wollte mich eher etwas umsehen. Oh, Vorsicht da draußen, Rook. Da geht es sehr weit runter. Der Illuvian hat uns hergebracht ins... Irgendwo. Oder genauer ins Nichts. Das hat uns noch gefehlt, die Traumwelt. Dann muss ich mich wirklich umsehen. Ja, kann nicht schaden. Naja, theoretisch. Und wir sollten besprechen, wie es weitergeht. Seht zu, ob ihr Harding findet. Sie ist irgendwo draußen. Im zentralen Bereich ist ein Tisch. Wir treffen uns dort. Ja, geht nur, Rook. Ich muss einfach nur schlafen. Mhm. Gute Nacht. Man sieht sich, Kleine. Ja, ihr Lieben, das war die erste Folge. Ich werde heute Abend noch ein bisschen aufnehmen, weil ich noch ein bisschen zocken will. Mir macht das Spiel wahnsinnig Spaß. Es ist natürlich wie immer Geschmackssache. Den Raum gucken wir uns beim nächsten Mal an. Die Folge ist jetzt auch schon eine Stunde lang. Da kann man auch mal um deine Belohnung. Ich habe keine gekriegt, weil dafür bräuchte man die Special Version und das war es mir nicht wert. Ja, wie gesagt, ich werde gleich noch ein bisschen aufnehmen. Ich werde jetzt auch gleich die Folge rendern. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt bisher. Grafik, Geschichte, wobei die noch sehr viel besser werden soll. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.